Gude, was geht ab, Piloten? Hier bin ich wieder, euer X-Plane F-Pilot Jackie, und hiermit begrüße ich dich zu einer frischen und nagelneuen Folge X-Plane F-News. Ja, was gibt's Neues? Dies wirst du natürlich mit dieser Folge erfahren. Wenn du noch neu auf meinem Kanal bist, würde ich mich riesig freuen, wenn du jetzt kostenlos JK Movies abonnierst und die Glocke aktivierst, denn somit verpasst du keine wichtigen X-Plane F-News mehr und bist immer up to date. Jawohl, liebe Leute der Nacht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, die Mitgliedschaft gibt es ja jetzt bei mir. Also wenn du mich auch noch unterstützen möchtest, kannst du jetzt JK Movies VIP-Mitglied werden. Hier erwarten dich exklusive Vorteile und Pilotenabzeichen. Das soll es aber jetzt gewesen sein. Packen wir es an. Los geht der Flug. Wir fliegen wieder. RW Designs haut ein Update raus für ihre De Havilland DHC Twin Otter. Nice. Die neue Version nennt sich 2.1 und was relativ neu hinzugekommen ist, ist das schöne Garmin G1000. Also ein fettes Glascockpit bekommt ihr jetzt bei der DHC Twin Otter Nummer 6. Des Weiteren gibt es auch Fehlerkorrekturen, wie zum Beispiel, dass ihr jetzt den Beta-Bereich für die Props habt. Der Beta-Bereich ist ja ein kleiner Bereich, wo die Propellerblattverstellung noch nicht so groß ist, denn dieser Beta-Bereich wird zum Beispiel auch bei der King Air genutzt zum Rollen. Sonst werdet ihr nämlich viel zu schnell. Des Weiteren gibt es auch kleine, wie soll ich sagen, kosmetische Dinge, wie zum Beispiel, das ist jetzt, wo habe ich es hier gefunden? Genau, eine Texturenfehlerbehebung des Overhead-Zündschalters, dies wurde jetzt auch korrigiert. Des Weiteren wurde neu hinzugefügt der gestaltete Schwimmer für eine bessere Wasserhandhabung. Also schön Butterbrotlandung im Wasser. Das Update ist natürlich völlig kostenlos und ihr könnt es mit dem STMA Auto Updater kostenlos aktualisieren. Oder ihr saugt es euch natürlich aus dem X-Black Orc Store nochmal neu. Dann müsst ihr das Flugzeug halt nochmal ganz normal installieren. Kenedo ist richtig schnell. Erst kündigen sie ein Update ran und jetzt wird schon die Piper PA46-500 TB Malibu Mediterran G1000 auf die Version 1.1 gebracht. Kurz zur Piper. Die Piper Malibu wurde in den 80er Jahren als leichtes einmotoriges Druckkolbenflugzeug entwickelt. Die Mediterran ist das erste Turboprop-Version der Piper Malibu. Bis heute wurde die Piper 526 Mal produziert. Seine enorme Beliebtheit ist hauptsächlich auf seine hervorragenden Kapazitäten und eines erschwinglichen Preises zurückzuführen, liebe Damen und Herren. Ausgestattet mit einem Pratt & Whitney PT6 Motor mit rund 500 Horsepower, also PS, kann er auf die Flugstufe 300 mit 260 Knoten und 6 Passagieren bequem unterwegs sein. Die Freigabe dieses Flugzeugs durch Kenedo brach viele Beschwerden von Benutzern mit sich, die sehr viele Fehler bemerkten. Also User, ihr Piloten habt die Fehler gemeldet und Kenedo hat bereits sehr schnell darauf reagiert. Das ist mal wieder richtig nice. Es wurden viele Dinge behoben, wie zum Beispiel, dass der Heading-Knopf jetzt anklickbar war. Der war vorher nicht anklickbar und somit war es natürlich schwierig, den Heading-Kurs einzustellen. Des Weiteren wurden die Fensterreflexionen richtig dargestellt, mein Deutsch ist wieder einwandfrei. Und der PFD-Baro- und Standby-Knopf wurden jetzt unabhängig, können jetzt bedient werden. Das war erst nicht der Fall. Du hast einen eingestellt und rechts hat er auch eingestellt. Also zum Beispiel Baro Sync. Jetzt ist alles schick. Hat einer von euch dieses Flugzeug? Rein in die Kommentare damit. Hashtag Boeing Lovers. Leute, wie geil ist das bitte? Ich raste wieder aus. Zipomod haut für seine 737-800X ein neues Update raus und erhebt die Version 3.40 auf die Version 3.41 an. Wuha! Der Entwickler Zipomod arbeitet immer sehr hart, ihr wisst es ja. Komm, gibt's die Full-Version, gibt es heute mit Sicherheit schon wieder ein neues Fix. Er haut so viel Fixes raus, es ist einwandfrei. Jedenfalls ist jetzt die 3.41 draußen und sie behebt die kritischen Fehler der Objektdatei behoben. Also, dass ihr zum Beispiel keine Flügel bei der 737-800 habt, dies wurde mit der neuen Version behoben. Es gibt jetzt Korrekturen an der Avionik, wie zum Beispiel
Autopilot, Flight Director, MCP und FMC. Des Weiteren gibt es jetzt eine Checklistendatei für das X-Checklist-Plugin. Weiterhin ist dazugekommen neue Funktionen für das Tablet, wie zum Beispiel die Option hinzufügen Flugdirektor Heading Cell für Start, Ein- und Aus im EFB. Des Weiteren wurde jetzt der feste Code für Shift Center of Gravity, also das Dynamic CG, wurde jetzt eingetragen und eingefügt. Des Weiteren kleine Bugfix-Lösung. Liebe Piloten, bitte beachtet folgenden Geheimtipp von mir. Persönlich gebe ich den an euch raus. Ihr wisst ja, die Community ist bei mir an erster Stelle. Wenn ihr die Datei herunterlebt, ihr müsst zuerst die 3.41 Full herunterladen. Wahrscheinlich wird dann Google Drive meckern, dass das Download-Kontingent erschöpft ist. Ganz einfache Lösung. Drückt drauf mit der Maustaste Kopie erstellen. Dann gibt es auf eurem Google Drive eine Kopie und ihr ladet dann die Zipomod 737-800 von eurem Google Drive-Konto auf euren PC herunter. Dies geht einwandfrei. Nice. Das waren jetzt mal wieder die hochinformativen X-Plane 11 News, liebe Freunde der Nacht. Und wenn du dein X-Plane kostenlos verbessern willst und ihn auf ein neues Level bringst, schau dich mal auf meinem Kanal um. Hier gibt es eine Playlist, wie man zum Beispiel mit Vivid Sky den X-Plane 11 auf ein neues Level bringt. Schau dich am besten um und natürlich alles Freeware. Dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Feiertag. Denkt dran, heute ist Feiertag, also vergesst euren Papa nicht. Dann wünsche ich euch viel Spaß heute an dem schönen sonnigen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video, voraussichtlich nächste Woche. Gibt es mal wieder einen fetten X-Plane 11 Livestream. Ich freue mich auf euch. Bleibt gesund. Euer X-Plane 11 Plus, JK. Servus.